Hier ist 55 Sterne, sind dafür angedacht, wir haben 85. Ja, ein bisschen mehr, als wir eigentlich bräuchten. Ein bisschen mehr. Ja gut, wir haben auch bis jetzt wirklich jeden Stern mitgenommen, ne? Und haben nicht einen übergelassen für später oder so. Allein gegen die frostige Oktoarmee. Hey, 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 hey. Oh. Ui, wir müssen alle mit dem Stern besiegen, in einer gewissen Zeit dann vermutlich wieder, ne? Willkommen, jo. Jo, 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 jo. Okay. Oh, je, 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 je. Du treffst nicht. Nein. Müssen wir uns die Sterne aufbewahren? Oder spawnen die nach? Junge! Scheiße. Nicht gut. Wir sind zu viel vorbei, ne? Zwei? Einer noch? Nee, das waren... Oh Gott, das waren alle. Nice. Okay. Cool. Ich habe jetzt gar nicht so auf die Zeit geachtet. War relativ knapp aber, oder? Aber ist ja auch egal. Hauptsache, wir haben's. Yay! Du, 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 du. Aber Marcel, weißt du, was ich glaube ich machen würde mit der PlayStation 5? Aber das ist wirklich, ne, erst wenn ich ein bisschen wieder was zusammengespart habe an Geld. Ich glaube, ich hole mir trotzdem eine Festplatte für Erweiterung. Auch wenn man Sachen streamen kann, aber so, weiß nicht, so ein paar Spiele ist halt trotzdem, die Performance ist halt trotzdem immer besser, wenn es runtergeladen ist. Ne? Wenn man so Online-Spiele spielt, ist glaube ich schon immer besser, die nicht zu streamen, sondern runterzuladen und, ja, weiß ich, wenn so ein paar Terabyte 100 bis 150 Euro kosten, kann man sich das ja mal gönnen. Ich glaube, ich mache das. Früher, später mache ich das wahrscheinlich so oder so. Von daher... So, Bowser Juniors Böllerbunker. In Welt 5. Ja, ist besser, glaube ich. Oh, mal gucken. Aber das ist halt wirklich etwas für... Aber das habe ich ja auch bei den ganzen anderen Sachen auch gesagt. Das ist wirklich was für die nächsten Monate. Erst, wenn ich wirklich Geld zusammengespart habe dafür. Ich gehe da jetzt sicher in mein Ersparnis. Was habe ich getan? Mir sofort alles in einem Monat gekauft. Uff. Also ein typischer Marvin wieder. Aber egal, was ich jetzt hab ich. Muss später dafür kein Geld mehr ausgeben. Oh, das ist ein Roboter, stimmt. Sieht aus, als könnte er jeden Augenblick wieder anspringen. Sieht kaputt aus. Okay, wir können die Kugel wenigstens nicht steuern. Schade. Ich dachte, wir können die mit einer Wirbelattacke... dafür sorgen, dass sie in irgendeine andere Richtung fliegen oder so. Geil, ein Sternteil, her damit. Ey, hör auf mich anzuspringen. Oh, wir brauchen den tatsächlich auch hier, die Kugel-Willis. Okay, kommt mal her. Kugel, die sehen uns nicht. Kugel, Kugel-Willi. Schnatterateng. Weiß nicht, geht das so? Ja, das geht so. Eindeutig geht das so. Oh. Yay. Oh. Boomerang Bros. Oh.
Boomerang Bros. Ah, die waren ja super, sind auch Plebs. Plepperinos. Haben wir denn hier noch irgendwo den Schabana Kometen, die Kometenmünze vielleicht irgendwo? Oh, ein Kraftherz. Okay, also Kraftpilz halt. Hier ein Schabernack? Nö, eine Münze. Aber hier unten vielleicht noch Fanschen. Hallo, umdrehen. Hier ist noch eine Fahne. Der Komet muss ja noch irgendwo kommen. Ah ne, das war das, genau. Hier gibt es einen Schabernack-Komet. Eine Kometenmünze, so. Kometenmünze heißt sie. Aber keine Ahnung, wo die ist. Okay. Weil das hier sieht schon so nach Bossfight aus. Oh, ist aber auch noch gar nicht die nächste Station hier dann. Okay. Da ist die Kometenmünze, nice. Oh, nicht getroffen. Schnaps gesoffen. Da ist die Kometenmünze. Oh, shit. Oh, nicht gut. Okay. Okay. Jetzt treffen wir genau die Mitte. Ah, nicht ganz genau, aber es hat für das Leben gereicht. Wolkenpower-up. Okay. Nehmen wir mit, aber ich wollte eigentlich erstmal nur die Kometenmünze haben. Wo ist die denn jetzt? Hä? Ach, da. Ja, und jetzt müssen wir hier rüber. Und dafür brauchen wir die das Wolkenpower-up. Genau so. Ja, wir haben ein... Gut, ja, wer weiß, vielleicht ist ja auch irgendwo noch ein geheimer Stern, den wir jetzt übersehen haben, aber egal. Okay, Bosskampf. Wie es aussieht, gegen Bowser Jr. Da oben ist er ja. Papa hat gesagt, ich soll acht gehen, dass dir nicht noch ein großer Stern in die Hände fällt. Höchste Zeit für meine brandneue, maliziöse Mega-Murks-Maschine. Ich mach's mir da mal in meinem Cockpit bequem. Genieße deinen explosiven Untergang. Mach es dir mal in deinem Cockpit bequem. Oh, mit der Wolke kommen wir hoch. Aber was sollen wir tun? Hi AP, moin, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Hi. Aha. Okay, habe ich mir noch fast gedacht. Ich schätze mal, wir hätten jetzt da weggemusst, oder? War der richtig? Ich denke schon. Und jetzt müssen wir wieder... hä? Wir müssen schneller sein, oder? Oh, was? WTF? Ja, servus, dir geht's gut, das ist schön. Mir geht's auch gut. Mir geht's auch gut. Okay, what the fuck? Müssen wir noch schneller sein? Hey, WTF? Hä? Okay. Moment. Verstehe ich jetzt gerade nicht. Wir brauchen erstmal ein paar Münzen. So. Wir müssen anders machen. Oh, nee. Hm. Wie schnell müssen wir denn sein?
Nein, das war nicht gut. Ich wollte einen Longjump machen. Boah, man muss da echt so schnell sein. Heilige Scheiße. Chill halt mit einer Wolke über ihn, während er die Blitz hat. Oh, true. Aber gehen die nicht nach einer Zeit weg, die Wolken? Aber reicht bestimmt aus, oder? Neue machen? Wie kann man neue machen? Man kann nur neue machen, wenn man in ein Wolken-Power-Up reinläuft, oder nicht? Und da oben ist auch keins mehr. Du hast ja immer drei Wolken. Ja, ja, genau. Aber wenn die weg sind, sind die weg. Das meine ich ja damit. Bleib doch mal stehen. Ich komme nicht so weit. Was ist das für ein Arsch? Können wir hier chillen einfach? Nee. Oh, 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 oh. Ja, hallo. Der ist so weit weg. Das geht so nicht. Ey, wir haben's. Du. Cool. Das war jetzt, wie das jetzt genau funktioniert hat, weiß ich auch nicht. Aber wir haben es anscheinend geschafft. Nice. Du brauchst ja nicht alle, um über ihn zu kommen. Je nachdem, wo er ist. Ja, 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 du hast schon recht, du hast schon recht, du hast schon recht. Alles gut, easy peasy, haben wir das im First Try geschafft. Gar kein Problem. First Try? War First Try. Sagen wir es, was First Try? Was First Try? Was weiß ich. Oh, ding, 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 ding. Nächster großer Stern. Whoop. Schnatterateng. Zum ersten Mal Super Mario Galaxy 2? Ja, zum ersten Mal. Hab zwar, wir haben zwar, ne, siehst du ja, haben wir ja auch für Wii, haben wir das ja, haben wir auch früher schon auf der Wii immer gehabt. Mein Bruder, der Marcel, der Loki hier, der hat das auch zu 100% gespielt, mehrfach. Und ich hab ihm halt so ab und zu, ich hab immer nebenbei was anderes gespielt und ihm dabei manchmal so ein bisschen zugesehen, aber das ist halt jetzt auch schon, ja, auch 15 Jahre her, aber selbst gespielt hab ich's noch nie, ist das erste Mal, ja. So wie Super Mario Galaxy 1, was ich vor anderthalb Jahren oder vor fast zwei Jahren, ich weiß es schon gar nicht mehr, gespielt habe, war auch das erste Mal. Das war der fünfte große Stern. Ich habe mir schon gedacht, dass du es schaffen wirst. Vor dir liegt die sechste Welt. Wir können mit noch mehr Widerstand vom riesigen Unhold rechnen. Hol mir doch einfach die übrigen Powersterne und retten die dir kostbare Person. Volldampf voraus. Zweites Lieblingsspiel von Nintendo. Also, ich muss schon sagen, Super Mario Galaxy 1 und auch das zweite jetzt, das sind auch einfach die besten Mario-Spiele, die sie jemals rausgebracht haben. Alter, ich bin ja nicht gut in Mario-Spielen, ne, und bin auch sonst immer. Also, in dem Spiel, in beiden Spielen gab es nicht eine. Ja, gab es nicht eine Zeit, nicht eine Situation, wo ich mega gefrustet war, wo es keinen Spaß gemacht hat. Es ist einfach mega geil. Von Anfang bis Ende einfach perfektes Mario-Spiel. Aber beide Teile. Einfach perfekt. Hier gibt es zwar auch manchmal so ein paar Level, so Schabernack-Kometen, die etwas schwieriger sind, aber nicht frustrierend schwer. Wir haben es endlich geschafft. Der Kampf mit Unhold steht kurz bevor. Oh, wir sind in der letzten Welt angekommen. Okay. Sei wachsam und gib dein Bestes. Diesmal kommt der uns nicht davon. Schmelztiege Galaxie. Oh, da hinten ist ja schon wieder ein Gummeluma, der uns unsere Sternteile abknüpfen will.
Das mirakulöse Magma-Meer. Sieht heiß aus. Wie krass wurdest du denn schon gespoilert? Bei Galaxy 2? Gar nicht. Oder wie meinst du das? Also, eigentlich gar nicht. Wie, warum? Also, ich kann mich an überhaupt gar kein einziges Level kann ich mich erinnern. Ich konnte mich an das Raumschiff erinnern. Oh. Also, dass das Raumschiff so wie der grüne Kopf ist, das wusste ich, aber ich kann mich an kein einziges Level erinnern. Nee, sag mal nix. Aber wird's noch schwerer oder wie kommst du jetzt da drauf, wegen Spoilern lassen? Du hast das jetzt gesagt, als ich gesagt habe, die... Ui, knapp. Die Schwierigkeit ist angenehm. Da hast du gesagt, wie lange hat sie dich spoilern lassen? Ist es schwierig? Und wie kommen wir jetzt nach hier oben? Hä? Mit Schwung, ne? Geh da hoch! Geh da hin! Nein! Oh mein Goodness! Wie kommen wir denn da hin? Wir müssen von hier aus, oder? Mit Schwung? Oh, shit. Nicht gut. Nein, der hätte loslassen. Hä? Was zum Fick? Loslassen, komm! Aha. Wird noch difficult. Ach, was. Difficult. Du bist jetzt super. Wir sind bis jetzt hier super durchgekommen und das wird auch so bleiben. Gar kein Problem. Ah, ich dachte, wir schaffen es schon. Heißer Popo. Okay. Juhu. Au, da hat die Münze viele gebracht. Ah, scheiße auf den Kraftpilz. Oh, wohin? Oh, Junge. Ui. Schwiebel, wie fandest du die Baumrutsche? Oh, wo man die lila Münzen einsammeln musste, ne? Ja, war okay. Wir haben, klar, nein! Ah, der Pisser. Klar haben wir das nicht im ersten Versuch geschafft, aber es war jetzt, meine Güte. Aber es war jetzt nicht... Lol, was passiert denn hier? Hör doch mal auf, so rumzuwackeln, du Vollidiot. Aber es war jetzt nicht so krass schwierig, glaube ich. Glaub nicht. War okay. Popo ist heiß. Oh, knapp. Junge. Wenn du ein bisschen weniger rumhopst, dann springt der auch nicht nochmal in die Lava. Oh, ich vergesse auch immer, dass da Lavabälle rauskommen. Boah, ich müsste wieder diese Stelle hier lang, ey. Schritt für Schritt. Stück für Stück. Knapper Glück. Genau. Nein. Warum? Wohin? Junge. Damals, als ich 10 war oder so, war es ultra schwer, weil man 0 Skill hat. Ja, da habe ich es leider nicht gespielt, aber wie gesagt, so in dem Alter... Ja gut, ich glaube, wir waren ein bisschen älter, als wir das, also als Marcel das gespielt hat. Bin mir nicht sicher, wir müssten tatsächlich so 15 Jahre ungefähr her sein. Also sprich, vor 15 Jahren waren wir 15. So um den Dreh müsste es irgendwie gewesen sein. Weh, du spuckst mich an. Ja, geht doch.
Oh, das sieht aus wie eine rollende Rolle. Ja, 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 die Rolle, die rollt. Ja, ja, Rolle rollen. Nach links und rechts, okay. Schaffen wir. Easy Checkpoint. Bist du ein Freund? Er ist ein Freund. Ja, und du? Oh. Yo! Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das okay ist. Torpedo Mario am Stissel. Schaffen wir. Ah, easy. Wir sind so Speedrunner. Wo ist die Kometenmünze? Ich habe die Kometenmünze immer noch nicht gefunden. Weg mit dir! Kometenmünze? Oh, was? Okay, das heißt aber, wir müssen uns nur hier beeilen. Oh, da ist die Kometenmünze. Wir müssen uns nur hier beeilen, ne? Nur die, die verkohlt sind. Hä? Oh, ja, 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 ja! Lol, was? Warum? Hä, wohin? Nein! Long Jump! Okay. Oh, wieder so ein mega nices Level, ne? Oh Gott. Alter, mega cool einfach. Oh, Stern. Ey, ist einfach nur gut. Einzel für. Wie spiel. Oh, 13 Uhr. Mann. Die sind doch scheiße. Ich warte. Ich hatte wieder 13.30 Uhr im. Ich hatte wieder 13.30 Uhr im Korb. Oh, hat so gerade geklappt. Okay. Ja, das war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das letzte Mal noch anders war. Ich vergesse es immer. Was spielt? Heute spielt wieder ab. Heute spielt wieder alles. Zweite Liga, erste Liga. Fängt ab heute wieder alles an. Gott sei Dank. Aber ein bisschen Mario. Ich mache jetzt zwar gleich mit Mario Galaxy fertig. Ich mache jetzt gleich mit Mario Galaxy. Ich höre jetzt gleich mit Mario Galaxy auf. Und will dann noch so zwei Stunden. Ein bis zwei Stunden noch ein bisschen Zelda spielen. Und dann machen wir am Montag erst weiter. Erste Bundesliga und zweite Bundesliga. Immer dieser eine Sternteil. Weil ich will auch ein bisschen Fußball gucken. Ich habe zwar immer meinen, wenn ich streame, meinen besten Live-Ticker der Welt in Form von Marcel. Aber ich will auch ein bisschen selber gucken. So. Aber ich habe auch Bock zu zocken. Aber kann ich... Moment, kann ich nicht einfach... Moment mal, ich mache einfach auf lautlos. Bin ich so mit Fußball, also weiß ich nicht. Okay. Wir sind halt, ja, brutale Fußballfans. Bei uns dreht sich vor allem am Wochenende alles nur um Fußball. Zocken und Fußball. Ist Sky, ne? Ist gerade 11er, weil ich mach auch an. Sehe ich mir oben auf dem Bildschirm, dann kann ich auch gucken. Ich mache nur lautlos. Rück und Olesen dann auch einen zurück auf die 6. Das ist die Ausstellung, die Skodran jetzt aussuchen würde. Ist das auch... Audiospur nicht verfügbar? Warum... Hä? Oh, wo denn? Nicht auf Sky Sport... Bundesliga 1? Moment mal. Sky Bundesliga 1 oder nicht? Schmelztiegel!
Sport 2? Ah, okay. Sport 2. Sky. Ganz runter, ne? Bundesliga 2. Hä? Also Sky Sport Bundesliga 2 oder was jetzt? Das hier zunächst einmal. Ja, okay. Düsseldorf greift weiter hoch an in der gegnerischen Hälfte. Da kann ich einfach weiter streamen, weiter zocken. Hineinzubekommen. Sie brauchen hier also das erste Tor in der Konferenz. Wie wo sieht's ist der, an der Ostsee aus? Wo ist der Regler? Der schwarze. Ah, hier. Ah, ja. Okay. Dann kann ich einfach weiter streamen. Zocken. Und trotzdem. Ein bisschen dabei Bundesliga schauen. Nice. Ja, ich hab gesehen. So, jetzt muss ich hier wieder umstellen. Das Level wird jetzt lustig. Ach, easy peasy wird das Level. Jetzt sag ich dir jetzt schon. So, weiter geht's. Und ich kann dabei ein bisschen Fußball gucken. Ah, sehr gut. Der Rollfelsen des Asteroidengürtels. Yes. Oh, aber ich habe hier schon eine Röhre gesehen. Fails sind aber halt auch einfach vorprogrammiert. Ja, ist klar, ne? Du schaffst selten, also habe ich klar, schafft man auch vor allem in dem Spiel, aber es ist halt meistens so, dass du halt erstmal ein Level spielen musst, um zu gucken, was passiert, wie du lenken musst und sicher. Aber ist ja auch nicht schlimm, ne? Ist ja. Weiß ich nicht, also stört halt auch nicht. Das Bowling ist cool. Willkommen, ich bin der spielende Wanderaffe. Ja, wir kennen uns. Letztes Mal waren wir noch die Eisprinzessin, jetzt sind wir der Bowlingkönig. Ach, ich brauch keine Erklärung, das schaffen wir. Natürlich! Die Regeln lauten wie folgt: Du schnappst dir den Felsen, bis bla bla bla. Ich brauch keine 5000 Punkte. Easy peasy. Attacke! Den muss man ja. Was passiert, wenn wir dagegen knallen? Ah! Oh. Ich verstehe, was passiert. Bin schon ein paar Male gestorben bei dem Bowling. Ja, logisch. Das schaffst du auch nicht auf Anhieb. Das sind halt so Level, die musst du öfters probieren. Das schafft man halt nicht auf Anhieb. Kann ich das nicht über... Ich will nicht immer erklären hier. Hallo, du hast mir das gerade schon erklärt. Nein! Brauch keine Erklärung. Dabei ist das eigentlich Level schwieriger als der Affe. Echt, findest du? Ja, ist doch okay. Ach, ich habe gar keinen Zeitdruck. Oh. Ich habe gar keinen Zeitdruck. Ich kann mir Zeit lassen, wie ich will. Ich dachte, wir hätten auch eine bestimmte Zeit nur. Okay. Ja. Komm, wenn nur einer stehen bleibt, ist doch okay, oder? Oh, richtiges Timing. Ach, man braucht immer Timing. Wenn man genau in der Mitte ist, kommt man da auch so rüber. Okay. Okay. Komm, sind wir gut dabei oder sind wir gut dabei? Komm, wir sind gut dabei. Ich kann spüren, dass wir gut dabei sind. Oh oh. Oh oh. Und dann passiert sowas. Einfach nur skillig abräumen. Easy. Ah. Nein, nicht schon wieder erklären. Okay, wenn wir es jetzt nicht schaffen, muss ich aber einmal ganz kurz Pipi machen gehen. Sonst halte ich das nicht aus. Dann machen wir doch noch ein bisschen länger mit dem Super Mario Galaxy. Wenn ich jetzt so weiter trotzdem oben Fußball gucken kann, bin ich happy. Dann können wir noch länger streamen. Cool. Ja, erklär mir das doch nicht jedes Mal. Es war nett von dir, aber... Nö. Wie konntest du stehen bleiben? Alter!
Ah, da sind ein paar mehr stehen geblieben. Aber man muss ja nicht alle abräumen jedes Mal, oder? Ich weiß nicht, wie viele Punkte kann man denn maximal machen? So, wie viele dürfen pro Spiel stehen bleiben? Ich schätze mal nicht, dass man jedes Mal alle abräumen musste, weil dann wäre es krass. Okay, so, war doch okay. Besser zu früh als zu spät. Mann, immer noch ein Ticken zu früh. Das war gut. Noch 800 Punkte. Ach, das kriegen wir easy jetzt hin. Gar kein Problem. Easy genau. Ein gutes Pferd springt halt nicht höher als es muss. Ne? Alter A gedrückt, dann labert der schneller. Achso, okay. Ah, oh, das ist ein guter Tipp. Ein gutes Pferd, ne, springt halt nicht höher als es muss. Warum soll ich denn mehr als 5000 Punkte holen, wenn ich dich brauche? So, weißt du? Ist doch Quatsch. Absoluter Blödsinn wäre das doch. So, nichtsdestotrotz muss ich jetzt einmal ganz kurz pinkeln. Ah.